Falls ein nuklearer Sprengkopf zum Einsatz kam, könnte man die mangelnde Genauigkeit vernachlässigen. Aber es gab viele Ziele, die mit konventioneller Munition getroffen werden konnten, ohne auf eine so radikale Methode zurückgreifen zu müssen. Dabei handelte es sich um Radarstationen, Flugzeuge auf Flugplätzen, feindliche Soldaten und ungepanzerte Fahrzeuge im offenen Gelände. Im Allgemeinen wird der Einsatz von Atomwaffen als eine Sondermaßnahme angesehen. Um jedoch Kampfaufgaben mit konventionellen Sprengladungen zu lösen, war es notwendig, ihre Genauigkeit um ein Vielfaches zu erhöhen, indem man die Raketen lenkbar machte. Der Raketenkomplex, mit dessen Entwicklung das Team von Nepo Bedimey betraut wurde, erhielt die Bezeichnung Totschka, deutsch Punkt. Gemäß den technischen Spezifikationen sollte die wahrscheinliche Abweichung 150 Meter nicht überschreiten. Eine solche Zahl mag unzureichend erscheinen, aber selbst ein konventioneller Sprengkopf, der mit Totschka bestückt werden sollte, konnte eine Schrapnellstreuung von 200 bis 300 Metern aufweisen. Im Jahr 1967 wurde erstmals der Name Hochpräzises taktisches Raketensystem in einem technischen Auftrag verwendet. Das war die Hauptanforderung bei der Aufgabe. Während früher Hunderte von Metern oder sogar ein Kilometer vorgeschrieben waren, waren es jetzt nur noch 150 Meter. Dies bedeutete, dass die meisten Raketen mit einer Ablenkung von 50 bis 70 Metern niedergingen. Für die damalige Zeit war das ein Durchbruch. Der Komplex musste nicht nur eine hohe Genauigkeit aufweisen, sondern auch eine gute Manövrierfähigkeit. Eine großartige Tarnung und eine minimale Verweildauer in einer Kampfposition, um es dem Feind zu erschweren, ihn aufzuklären und zu zerstören. Für die Entwicklung von Totschka wurde unter dem Konstruktionsbüro des Maschinenbaus eine schlagkräftige Kooperation mit 120 Unternehmen verschiedener Profile geschaffen. Das Steuerungssystem wurde am Zentralen Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Automatik und Hydraulik entworfen. Der Treibstoff der Rakete wurde von der Soyuz-Forschungs- und Produktionsgesellschaft entwickelt. Die selbstfahrende Abschussvorrichtung und der Transportlader wurden im Barikadi-Werk in Wolgograd gebaut. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass das ganze Land an der Entwicklung von Totschka beteiligt war. Die Basis für den Raketenwerfer war ein dreiachsiges Fahrzeug mit Vierradantrieb aus dem Brjansker Werk. Er konnte bis zu 60 km/h auf der Autobahn und bis zu 15 km/h im Gelände erreichen. Der Treibstoff reichte für 650 Kilometer. Das Fahrzeug konnte sogar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 km pro Stunde übers Wasser fahren. Die Ausrüstung des Komplexes war in der Lage, selbstständig topografische Anhaltspunkte vom Startplatz zu erstellen und die Flugbahn anhand der Zielkoordinaten zu berechnen. In allen Startvorbereitungsmodi befand sich die Rakete in einer horizontalen Position, im Gegensatz zu allen anderen Komplexen, die zu dieser Zeit existierten. Sie waren alle offen, ihre Raketen waren sichtbar. Nun, hier stand eine geschlossene Maschine und nur 10 bis 20 Sekunden vor dem Start waren die Klappen der Trägerrakete bereits geöffnet. Die Rakete stieg auf und flog davon. Um die Genauigkeit zu verbessern, wurde die Totschka-Rakete mit einem Autopiloten ausgestattet. Nach dem Start musste er Störungen abwehren, die während des gesamten Fluges auf die Rakete einwirkten. Die Schussentfernung betrug laut Auftrag 70 Kilometer. Die Flugtests des taktischen Komplexes begannen 1971. Das Testgelände Kapustinja in der Region Astrachan wurde als Ort für die Durchführung der Tests identifiziert. Die ersten Teststarts der Totschka wurden ungelenkt durchgeführt. Zunächst galt es, das Verhalten des Antriebssystems im Flug zu überprüfen.
22. Oktober 71, 21 Uhr. Das Wetter war schlecht. Wir haben den Start bis 4 Uhr morgens verschoben. Um 4 Uhr morgens klarte der Himmel auf. Wir haben die Rakete gestartet und den Test von Anfang bis Ende durchgeführt. Wir hatten einen guten Blick auf den Test. Die Raketen waren mit Leuchtspurmitteln ausgestattet. Die Ergebnisse des Tests wurden uns mitgeteilt. 300 Meter Überflug und 900 Meter daneben. Es war eine große Entfernung. Sergei Nepobedimy war natürlich verärgert. Generaloberst der Artillerie Wassily Wosniuk, der Leiter des Bereichs, sah, dass die Entwickler des Komplexes verzweifelt waren und beeilte sich, sie zu beruhigen. Wassily Ivanovich ist ein erfahrener Tester. Er hat seit 1946 das Kommando über die Tests. Er kam auf Sergei Pavlovich zu und sagte: Sergei Pavlovich, herzlichen Glückwunsch zum ersten Start. Regen Sie sich nicht auf. Je härter die Geburt, desto besser das Baby. Und in der Tat hat sich das Baby großartig entwickelt. Buchstäblich nach ein paar Starts betrug die Abweichung bereits 30, 20, 15, 10 Meter. Mit einer Zielmarkierung und solcher Kampfausrüstung waren die Ablenkungen im Vergleich zur Luna 30 bis 40 Mal geringer. Das heißt, Luna könnte im Prinzip keine konventionelle Kampfausrüstung mit einer solchen Genauigkeit einsetzen. Und Totschka hat das alles geliefert. Zusätzlich zu den Flugtests musste der Komplex auch unter verschiedenen Betriebsbedingungen getestet werden. Totschka wurde unter anderem in Tadschikistan bei hohen Temperaturen, in den Bergen des Nordkaukasus und sogar in Transbaikalien bei Minustemperaturen getestet. Wir hatten speziell 4 Raketen mit Sprengköpfen zugewiesen bekommen, um Transportlauftests, Ressourcentests und Temperaturtests durchzuführen. Jede Rakete wurde zu diesem Zweck 6000 Kilometer weit gefahren. Totschka war Einwirkungen ausgesetzt, die selbst unter realen Bedingungen schwer zu ertragen waren. Aus den Memoiren von Nepobedimy: Auf dem Schießplatz unseres Unternehmens wurde ein spezieller Hangar gebaut, in den ein Kampffahrzeug mit einer Rakete gefahren wurde. Dort regnete es künstlich und obendrein schlug ein Blitzimitator ein und eine starke elektrische Ladung traf die Karosserie nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Alle diese Tests waren erfolgreich. Im Jahr 1975, nach Abschluss der staatlichen Tests, wurde das taktische Raketensystem Totschka in Dienst gestellt. Es wurde an separate Raketendivisionen von motorisierten Schützen- und Panzerdivisionen geliefert. Das Militär schätzte es natürlich sehr, denn was dabei herauskam, war ein mobiler, in sich geschlossener Komplex, der über alles verfügte, was für den Einsatz der Rakete nötig war. Die Totschka wurde in der Folge mehrfach modernisiert. 1983 stand die Modifikation mit dem Index R bereit. Sie war für die Zerstörung feindlicher Bodenradarstationen und anderer funkgestützter Ziele gedacht. Die Totschka R war mit einem passiven Zielsuchkopf mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Sie erkannte die Radioemissionen von Zielen. Das Steuerungssystem lenkte die Rakete dann dorthin. In den späten 80er Jahren wurde eine verbesserte Version des Totschka U-Basiskomplexes an die Truppen geliefert. Seine Reichweite stieg von 70 auf 120 Kilometer. Dieses System befindet sich auch im 21. Jahrhundert noch im Dienst der russischen Armee. In den 70er Jahren wurde das Kolomna-Konstruktionsbüro mit einer hohen staatlichen Auszeichnung für seine Erfolge bei der Herstellung von militärischer Ausrüstung geehrt. Zusätzlich zum Orden des Roten Wappens der Arbeit, den das Unternehmen 1966 erhielt, kam 1976 die höchste Auszeichnung des Landes, der Lenin-Orden, hinzu. Und Sergei Nepobedimy wurde im Jahr 1971 mit dem Titel Held der sozialistischen Arbeit ausgezeichnet. Auch andere KBM-Mitarbeiter wurden mit Auszeichnungen geehrt.
In der Tat wurde unser Unternehmen zu dieser Zeit das führende Unternehmen in der Entwicklung von Rüstungen im Bereich des Kontrollsystems der Hauptraketenartillerie. Im Bereich der Luftverteidigung besetzte es eine eigene Nische, in der ihm die Führung seither nie wieder genommen wurde. Bei der Entwicklung von Boden-Bodenwaffen hat es eine wichtige Position eingenommen. Die in Kolomna hergestellten Waffen setzen nicht nur für den sowjetischen militärisch-industriellen Komplex Maßstäbe. Auf ihr Erscheinen musste im Westen reagiert werden. Einerseits musste der Feind seine Rüstung verbessern, die der sowjetischen in nichts nachstehen würde. Auf der anderen Seite musste er Mittel zur Gegenwehr suchen. In den 70er Jahren begannen die USA und ihre NATO-Verbündeten über solche Systeme zu verfügen, aber das Konstruktionsbüro für Maschinenbau in Kolomna bereitete bereits eine neue Antwort auf einen potenziellen Feind vor.